Hast du immer alles im Blick und möchtest dich mit komplexen Zusammenhängen beschäftigen, dann wäre dieser Beruf vielleicht passend für dich. ProduktionstechnologInnen sind für die Planung und Durchführung von industriellen Produktionsprozessen zuständig. Dafür richten sie Produktionsanlagen ein, indem sie sie umrüsten und in Betrieb nehmen. Für die Konfiguration der Anlagen wählen sie passende Produktionsverfahren, Werkzeuge und Stoffe aus und programmieren alle technischen Abläufe. Danach werden die Produktionsabläufe erprobt und die Anlagen angefahren. Auch für die Optimierung der Produktionsprozesse, für die Wartung und Instandhaltung der Maschinen und für das Erstellen der technischen Unterlagen sind ProduktionstechnologInnen verantwortlich. Die Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre. Der durchschnittliche Verdienst im ersten Jahr beträgt 1.020 Euro, im zweiten Jahr 1.070 Euro und im dritten Jahr 1.150 Euro. In diesem Beruf kannst du dich darauf einstellen, im Schichtdienst zu arbeiten und in Industriebetrieben unterschiedlichster Branchen zu arbeiten. Potenzielle Aufstiegsmöglichkeiten für dich wären TechnikerIn, MeisterIn oder auch ManagerIn. Zusätzliche Infos hierzu findest du im Link in der Videobeschreibung. Die Ausbildung läuft dual ab. Demnach erlernst du den Beruf sowohl in der Berufsschule als auch im Betrieb. In der Schule setzt du dich im ersten Jahr mit der Funktionsweise von Produktionsanlagen auseinander. Beispielsweise lernst du, wie du Funktionszusammenhänge oder elektrische Komponenten analysierst. Im zweiten Jahr lernst du, wie du Produktionsherstellungsprozesse vorbereitest, technische Abläufe strukturierst und programmierst und Handhabungs- und Materialflusssysteme einrichtest. Das Analysieren, Simulieren und Optimieren von Produktionsprozessen und das Organisieren von Logistikprozessen sind Themen im dritten Jahr. Im Betrieb wird dir außerdem gezeigt, wie du deine Arbeitsschritte festlegst, worauf du bei der Überwachung der Produktionsprozesse achten musst und wie du Sicherheitseinrichtungen prüfst. Die Abschlussprüfung ist in 2 Teile gegliedert. Den ersten Teil absolvierst du am Ende des 2. Ausbildungsjahres. Er besteht aus einem Arbeitsauftrag und einem Fachgespräch. Der 2. Teil am Ende der Ausbildung besteht aus 2 schriftlichen Prüfungsbereichen und einem Prüfungsbereich, der wie der erste Teil der Abschlussprüfung aufgebaut ist. Außerdem musst du während deiner gesamten Ausbildungszeit ein Berichtsheft führen, das regelmäßig von deinen AusbilderInnen überprüft wird. Hast du alle Prüfungen bestanden, bist du staatlich anerkannter Produktionstechnologe oder staatlich anerkannte Produktionstechnologin. Um diese Ausbildung angehen zu können, benötigst du ein Abitur bzw. ein Fachabitur. Dieser Beruf kommt für dich in Frage, wenn du gerne Dinge organisierst und Verantwortung übernimmst. Auch Verständnis für handwerklich-technische Zusammenhänge, Teamgeist und Flexibilität sind wichtige Voraussetzungen, wenn du in deinem Berufsleben später Spaß haben möchtest. Natürlich musst du nicht zwingend jede einzelne dieser Qualifikationen mitbringen, aber einige davon solltest du schon bei dir erkennen können. Alle zusammengefassten Infos findest du hier. Mehr Infos zum Beruf findest du in der Videobeschreibung. Wenn dir der Beruf gefallen hat, schreib es uns gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, lass uns doch gerne ein Like und Abo da. Und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren, um kein Video zu verpassen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.